Verehrte Festversammlung, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Dramaturgie eines Festaktes bringt es mit sich, dass der Festvortrag zum Schluss kommt, von einigen ersehen, von anderen befürchtet, und dass eine gewisse Konzentrationsstärke auch abnimmt im Laufe eines solchen Festaktes, von denen ich natürlich, wie Sie verstehen werden, schon etliche erlebt und auch überlebt habe. Ich will deshalb keinen ausgewachsenen Festvortrag von einer Stunde Ihnen jetzt noch zumuten, sondern einige Striche anfügen. Denn vieles ist schon gesagt, die Geschichte der KSZ ist aufgerufen worden, Problemfelder sind benannt bis in die Ökumene hinein, die Zusammenarbeit mit der Politik, mit dem, was auch auf der Tagesordnung unserer Gesellschaft steht. Vielleicht versuche ich es noch einmal, indem wir die Erinnerung in eine weitere Dimension hineinführen. Nicht nur erinnern an einzelne Daten, sondern an Zusammenhänge. Erinnern bedeutet ja, ich rufe etwas wach aus der Vergangenheit, versuche es aber von jetzt aus zu verstehen. Und da ist der Ort Mönchengladbach und das, was auch der Oberbürgermeister angedeutet hat, für die Kirche in Deutschland, ja, ich dürfte, glaube ich, hinzufügen, auch für die Kirche weltweit von außerordentlicher Bedeutung. Wir könnten also durchaus eine Hommage auf Mönchengladbach halten, nicht auf die Stadt jetzt im engeren Sinne, sondern auf den Ort, was etwas anderes, weiteres ist, aber eben mit der Stadt zusammenhängt. Die Geschichte und Sendung der Kirche ist hier in den letzten 200 Jahren neu gefunden worden und die katholische Soziallehre und Sozialbewegung ist so etwas wie ein Kristallisationspunkt eines neuen Verständnisses auch von Kirche. Wir haben es versucht anzudeuten. Es geht nicht nur darum, dass wir als Kirche wissen, wie Menschen zu leben haben und es ihnen dann sagen und wenn sie es nicht verstehen, nach neuen Kommunikationswegen suchen, sondern es geht darum, sich selber in einer veränderten Welt neu zu verstehen und in einen Dialog einzutreten. Das ganze 19. Jahrhundert, würde ich einmal sagen, war ein Lernweg der Kirche, wohl bewusst, dass sie eine Botschaft hat, die nicht einfach von der Welt kommt, die man nicht einfach dort abrufen kann, aber eine Botschaft, die nur dann gesagt werden kann, wenn sie in einer veränderten Welt auch bezeugt wird und wenn diese Welt, in die man hineingestellt wird, verstanden wird. Es war ein langer Weg, bis die Kirche sich selber als eine lernende Organisation verstanden hat. Das gilt manchmal bis heute, denke ich. Wenn ich bestimmte Gespräche erlebe, Diskussionen, dann habe ich den Eindruck, dass das heute noch notwendig ist zu verstehen, dass wir uns auf einem Lernweg befinden. Auf dem Lernweg zu begreifen, wie Kirche in einer modernen Gesellschaft lebt, wie sie wirkt, wie sie ihren Beitrag leisten kann. Moderne Gesellschaft nicht als etwas, was statisch ist, wir nennen etwas modern, was vielleicht in 100 Jahren sich auch weiterentwickelt hat, sondern eine freie, offene Gesellschaft, die nach vorne hin ihre Entwicklung weitertreibt, die wir als einen Fortschritt erkennen müssen. Auch das war für manche in der Kirche bis heute nicht einfach zu erkennen, dass das, was in der Revolution, nicht in einzelnen Akten der Revolution, was in Demokratisierungs- und Emanzipationsprozessen sich vollzog, nicht unbedingt in allem dem Evangelium fremd war, sondern ihm zutiefst entsprach. Und das Wiederentdecken dessen, was an eigener Tradition auch in dem Bereich stattfindet, der zunächst als fremd erscheint, weil er sich gegen die konkrete Kirche richtet oder gegen bestimmte Verhaltensweisen und Institutionen, die am Alten festhielten, ohne das Neue voranzutreiben, ist ein ganz wichtiger Lerneffekt des 19. Jahrhunderts. Und dafür stehen die großen Namen der Soziallehre auch. Dafür steht Kettler, der damals ein Paradiesvogel war in der Bischofskonferenz und es heute wahrscheinlich auch wäre, der gesagt hat, die soziale Frage gehört zum Depositum Fidei, ist nicht etwas außerhalb der Dogmatik. Die Dogmatik ist das eigentlich Wichtige. Und dann haben wir noch so ein paar, die machen da die sozialen Themen. Sondern für ihn war klar, da geht es ums Ganze. Und das ist selbst heute nicht Common Sense überall, bei allen
in der Kirche. Also, oder wenn wir an Ludwig Windthorst denken, Franz Brandt wurde schon genannt, der große Unternehmer, unbequeme, offene Leute, die etwas in Gang gebracht haben, was durchaus damals noch nicht von allen begrüßt wurde, sondern die mutig vorangegangen sind, die wussten, es werden nicht alte Verhältnisse wiederhergestellt, die Kirche hat nicht den Auftrag, alte Verhältnisse wiederherzustellen, das, was vergangen ist, zu wiederholen, nicht Restauration ist Auftrag der Kirche, sondern Renaissance höchstens. Aufbruch aus den inneren Quellen, aus dem, was das Evangelium uns sagt, für heute, nicht Wiederholung und rückwärtsgewandte Orientierung, wie es in der ersten Phase der Auseinandersetzung der Kirche mit der modernen Welt weitgehend da war. Die moderne Welt, wenn man das so allgemein sagen will, das ist natürlich immer sehr schwierig. Viele Autoren müsste man hier nennen. Man könnte die Zeitungen untersuchen der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts oder auch davor noch. Die Zeitungsüberschriften, man wird manches wiedererkennen, was wir heute lesen. Ist nicht so ganz fremd. Also eine Auseinandersetzung, die auch bedeutete, dass die Öffentlichkeit Kirche wahrnehmen konnte, wenigstens in vielen Bereichen, als eine am Alten festhaltende Institution, die das, was aufbrach, nicht als einen positiven Aufbruch wahrnehmen konnte. Und das dauerte eine gewisse Zeit, bis dann das, was wir soziale Bewegung nennen, bis in die spirituelle Bewegung hinein, die Ordensbewegung hinein, ein Aufbruch von unten, der deutlich machte, wir wollen nicht zurück ins Mittelalter, wir wollen nicht eine Welt, die vergangen ist. Wir wollen diese Welt, in die wir hineingestellt sind, gestalten. Wir wollen sie kritisieren. Wir wollen nicht, dass sie in eine falsche Richtung geht. Wir wollen nicht, dass sie sich abwendet von den großen Ideen des Evangeliums. Wir wollen aber mittun. Wir wollen hineingehen. Wir wollen die Freiheit. Wir wollen die Demokratie. Wie lange hat das gedauert, um das innerlich anzunehmen? Die moderne, auch die moderne Marktwirtschaft als einen Fortschritt zu sehen, als einen Weg nach vorne. Dafür stehen diese Namen, Kettler an erster Stelle, der einen Weg geht, wie Sie ja, die Sie hier sitzen, alle wissen, zunächst von einer eher karitativen Ausrichtung auf die sozialen Probleme, auch mit einem restaurativen Unterton, einer Ständegesellschaft. Immer wieder kamen solche Gedanken auf, etwas zu machen, was ganz anders ist, bis hin zu der Überzeugung, man kann in dieser Gesellschaft, in dieser demokratischen, offenen Gesellschaft, kann man erwirken, um die sozialen Ideen des Evangeliums mit vernünftigen Reflexionen einbringen. Oder Franz Hinze, der erste Lehrstuhlinhaber für katholische Sozialwissenschaften in der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. Wenn wir die kirchenpolitischen und die gesellschaftlichen Diskussionen dieser Zeit anschauen, die sozusagen den großen Vorlauf bilden, der Enzyklika Rerum Novarum, wenn wir sie anschauen, werden wir manches wiederentdecken, auch von heutigen Diskussionen. Denn zur Erinnerung gehört auch die Erkenntnis, dass manches nicht vergangen ist. Dass man bei manchem immer wieder neu beginnen muss. Wir erleben das jetzt auch bei der Diskussion über das Konzil. Dass manche Diskussionen, manche sind ja hier unter uns, die haben das Konzil auch aktiv als Priester, als Studenten miterlebt, dass manche Diskussionen wieder aufgegriffen werden müssen. Dass manches eben nicht einfach erledigt ist, sondern neu diskutiert werden muss. Deswegen möchte ich als ersten, man kann das weit ausführen, das will ich jetzt heute nicht tun, und als ersten wichtigen Punkt hier einführen, gerade auch bei diesem Jubiläum, beim Jubiläum der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, dass es auch darum geht, das Verhältnis von Kirche und Welt wirklich neu zu begründen oder das, was wir gelernt haben, in den letzten 150, 200 Jahren festzuhalten und weiterzuentwickeln, dass wir nicht nur eine lehrende Kirche sind, dass es nicht nur darum geht, dass wir etwas wissen, was die anderen dann von uns übernehmen müssen und dass es eigentlich nur darum geht, die richtigen Kommunikationswege zu finden und die richtigen Marketingstrategien, sondern dass wir auch eine lernende Kirche sind, eine hörende Kirche, die begreift, dass man nur dann das Evangelium verkünden kann, wenn man mit den Menschen lebt, wenn man hört, was in der Gesellschaft und in den Fragen der Menschen virulent wird und nach vorne kommt. Das gilt ja im Grunde genommen auch für die Geschichte des Glaubens.
da muss ich immer wieder erleben, dass manche den Eindruck haben, der Glaube ist etwas Feststehendes. Das hat mit der gesellschaftlichen Entwicklung gar nichts zu tun. Wie schön der Satz Johannes des 23. seine letzte Tagebucheintragung. Nicht das Evangelium verändert sich, sondern wir beginnen es besser zu verstehen. Es ist doch eine völlig ungeschichtliche Sicht der kirchlichen Entwicklung und des kirchlichen Lebens, wenn wir meinen, das Depositum Fidei, der Glaube, sei eine feste, nehmen Sie es bitte nicht, sei eine feste, vorgegebene Sache und würde sich nicht auch in der Kommunikation mit der Gesellschaft, mit den Fragen der Menschen entwickeln. Das ist für die Zukunft der Kirche von außerordentlicher Bedeutung, ob wir, das mag für viele von Ihnen selbstverständlich sein, ob wir diesen Schritt wagen und wirklich eine Kirche werden und immer mehr sind, die im Gespräch ist mit den Menschen von heute und so auch ihren Glauben nicht nur deutlicher sagen kann, sondern sogar besser versteht. Besser versteht. Und das gilt eben für die pastorale Entwicklung der Kirche, aber das gilt eben auch für die sozialen Fragen. Wir haben es eben gehört, das Stichwort Interdisziplinarität. Wir könnten auch sagen, es geht um einen aristotelischen Zugang. Ich habe jetzt mit meinem radebrechenden Italienisch in der Kommission der Acht beim Papst eben auch gesagt, Santo Padre, io sono aristotelico un poco. Primo, vedere. Secondo, vedere. Terzo, vedere. Also, habt ihr alle verstanden. Also ein bisschen aristotelisch bin ich. Das ist die gesamte Tradition ja auch der Soziallehre. Sehen, 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 sehen. Was vollzieht sich? Was tut sich? Empirisch forschen. Hinschauen. Nicht Ideen an die Welt tragen, sondern die Welt zunächst verstehen. Zu versuchen, zu begreifen, was vollzieht sich hier? Was verändert sich? Und dann zu fragen, entspricht es im Evangelium? Oder widerspricht es im Evangelium? Was ist hier vom Geist Gottes lebendig? Die Zeichen der Zeit sind ja nicht nur in der Kirche zu suchen, wie es das Konzil sagt, sondern in der Gesellschaft, in der gemeinschaftlichen Entwicklung. Wir leben doch nicht als Kirche neben der Welt, wir leben doch in der Welt. Und dann das Kriterium einzuführen, wie es das Konzil gesagt hat und Jesus ja selber sagt, mit den Augen des Evangeliums, mit den Augen Jesu, wie der Ortspfarrer hier sagte, sub luce Evangelii, im Licht des Evangeliums an die Wirklichkeit zu deuten. Aber erst kommt das Sehen, das Begreifen, das Lieben der Welt. Wie können wir die Welt kritisieren, wenn wir sie nicht lieben? Ist doch völlig unmöglich. Und dieser Ton, die Art und Weise, wie wir verkünden, wie wir pastoral betreiben, wie wir auch sozialethisch sprechen, muss etwas von dem aufleuchten lassen. Und selbstverständlich hat die Kirche die Pflicht, als Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums, dann auch kritisch, prophetisch dort, wo Entwicklungen sind, die dem Evangelium widersprechen, deutlich, aber nicht um unseres Willen, sondern um der Menschen Willen einzugreifen und dann vernünftig zu begründen, warum dieser Weg den Menschen nicht aufhilft, sondern warum er ihnen im Wege steht. So könnte man sagen, gerade die katholische Soziallehre, und dafür steht auch diese Zentralstelle, ist ein interaktiver Lernweg, das Verstehen im Licht des Evangeliums. Und deswegen ist es der sozialen Wirklichkeit im Licht des Evangeliums und deswegen gehört es eben zum Selbstverständnis der Kirche dazu. Und deswegen ist auch die Weiterentwicklung dieser Soziallehre, der Sozialethik, ich lege mich gar nicht fest auf die Begriffe, es macht schon deutlich, dass wir hier ein breites Feld an Wahrnehmung haben, dass dieser Weg nur möglich ist im Dialog, im interdisziplinären Weg, also eben aristotelisch, wenn man so will. Er war Schüler Platons, Platon gehört auch dazu, selbstverständlich. Aber Aristoteles ist unser großer Meister, le grand maître, sage ich immer, der uns hilft, anzufangen bei den Dingen, wie sie sind und nicht, wie wir sie möchten. Und dann können wir versuchen zu fragen, wie können wir denn die Dinge so organisieren, dass sie dem näher kommen, was besser ist. Aber, ja, eins nach dem anderen. Und dazu gehört eben die Forschung, das, was auch hier an dieser Zentralstelle getan wird. Ich möchte das konkretisieren jetzt im Blick auf zwei Gegebenheiten und mache eine Schlussfolgerung. Im Blick auf die heutige Situation, ich will jetzt nicht auf die Geschichte weiter eingehen. Ich glaube, die katholische sozialwissenschaftliche Zentralstelle steht in dieser großen Geschichte und ist auch für die Zukunft
von außerordentlicher Bedeutung. Was sind die aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die wir erleiden, die wir gestalten, die wir deuten und in die wir uns einmischen müssen? Auch gerade im Licht des Evangeliums, auch gerade im Licht dessen, was wir aus unserer Tradition her wissen, aber was wir auch zunächst einmal wirklich verstehen müssen. Ich nenne also zwei Gegebenheiten und mache daraus eine Schlussfolgerung, die uns vielleicht den Auftrag gibt, auch weiterzudenken, an der Gestaltung der Welt, der offenen, modernen Welt weiterzuarbeiten. Das eine nenne ich die beschleunigte Globalisierung. Das ist nicht so überraschend scheinbar, aber haben wir schon wirklich verstanden, was sie bedeutet? Wir haben natürlich die Finanzkrise hinter uns, vor uns, was auch immer, das ist mittendrin. Wir haben in den letzten 20 Jahren nach 89 eine neu entstehende Welt vor uns gesehen, die noch nicht den Endzustand erreicht hat. Erinnern möchte ich an die beiden Werke, die damals 1991 erschienen, man könnte ein drittes hinzufügen, aber die beiden säkularen möchte ich nennen, erinnern sozusagen. Das eine war von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte. Also die Deutung 1989 ist jetzt der Punkt, an dem die Evolution zu Ende kommt. Freiheit, Pluralismus, moderne Gesellschaft, Marktwirtschaft, das ist jetzt der Höhepunkt, der Spitzenpunkt der Evolution. Mehr kann eigentlich nicht kommen. Ich vereinfache etwas. Und das andere war genau, ich glaube, mit einem Jahr Unterschied erschienen, The Clash of Civilizations von Samuel Huntington. Also was kommen wird, ist nicht das Ende der Geschichte, sondern ganz andere Zusammenhänge. Nach 20 Jahren schauen wir auf die Welt und sie ist eher komplizierter geworden. Das Faktum der Globalisierung bleibt, der beschleunigten Globalisierung. Die Finanzkrise ist ein Zeichen dafür. Auch eine Überzeugung, dass er 1989 eben nur noch, wie es dann das dritte Buch, was vielleicht genauso wichtig sein müsste, wenn nicht vielleicht wichtiger, nämlich die Enzyklika Centesimus Annus 1991 deutlich macht, dass eben entstanden ist nach 1989 eine kapitalistische Ideologie, die dazu geführt hat, dass wir in die Irre gegangen sind, in den 90er Jahren. Das ist nämlich die zweite Gegebenheit, die ich nennen möchte, bevor ich die Schlussfolgerung anschließe. Nämlich die Entfesselung des Kapitalismus. Das hört sich stark an, ne? Aber ist auch so gemeint. In den 90er Jahren hatten wir tatsächlich diese Überzeugung und es hat dazu geführt, dass manches nicht erreicht werden konnte. Ich will gar nicht auf die Diskussion jetzt im Einzelnen eingehen, denn es ist viel Missverständliches darin. Der Neoliberalismus, der eigentlich ja der Autoliberalismus ist, aus den 40er, 50er Jahren, wurde dann vermischt, indem man Neoliberalismus dann die Chicago-Schule nannte oder andere. Aber auf solche Details müssen wir jetzt hier nicht eingehen. Die Grundüberzeugung, die Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Centesimus Annus nannte, 1991, kurz nach der Wende, als er, ich zitiere jetzt frei, vor sich sah die Alternative, was wird jetzt die Alternative sein? Ist die Alternative nach dem Zusammenbruch des Kommunismus der Kapitalismus? Da sagt er, so einfach ist es nicht. Wenn der Kapitalismus nicht die Probleme von Gerechtigkeit, Solidarität besser löst, dann werden alte Ideologien wiederkommen. Oder, ich zitiere jetzt fast wörtlich, habe es jetzt nicht vorliegen, es wird sich, die Gefahr besteht, dass sich eine radikale kapitalistische Ideologie breit macht, die alles unter die Marktgesetze zwingt. Und das ist eingetreten. Das ist eingetreten. Und da müssen wir jetzt versuchen, die Schlussfolgerung zu ziehen. Also, das eine ist die beschleunigte Globalisierung und gerade die katholische Soziallehre hätte ja einen Auftrag, weltweit auch das zu denken. Was bedeutet also Globalisierung? Caritas in Veritate, Benedikt XVI. Hat versucht, das auch noch einmal in eine politische Frage hineinzuführen. Auftrag an die Soziallehre der Kirche wäre, das Thema der sozialen Gerechtigkeit weiterzuentwickeln zum Thema der politischen Gerechtigkeit, wie es auch in der politischen Theorie getan wird. Was bedeutet es, über den Nationalstaat hinauszudenken? Was bedeutet Europa? Wie kann man das bauen? Das sind auch sozialethische Themen. Wie ich ordnungspolitisch sozial,
soziale Institutionen baue, wie ich über den Nationalstaat hinausdenke. Ich sehe das in der Soziallehre der Kirche nicht, dass wir darüber wirklich nachdenken. Wir sind immer noch bei den Themen, die wichtig sind natürlich, Arbeit, Arbeitsverhältnisse, Humanisierung, aber die politische Ethik gehört ins Zentrum für die Zukunft des 21. Jahrhunderts. Und daran, glaube ich, könnten wir arbeiten, gerade von Europa aus, denn Europa ist sozusagen ein Vorlauf einer globalen Institution, die nicht Staat ist und doch Institution. Das wäre eine große Aufgabe an die Sozialethik und soziale Lehre. Und das andere, der Kapitalismus, ja, das hört sich stark an. Wir waren ja, einige sind ja hier, die mit mir zusammen in den Vereinigten Staaten waren. Und wenn man dann bei einem Dinner-Speech bei Finanzfachleuten dann sagt, ja, we must think beyond the capitalism, dann zucken die zusammen und denken natürlich furchtbar, was dieser Mensch, wo kommt der her? Der heißt Marx, ist ja ganz furchtbar. Wenn man dann versucht zu erklären, weil das Wort Kapitalismus natürlich in Amerika überhaupt nicht negativ klingt für viele. Bei uns klingt es anders. Deswegen muss man auch immer schauen, in welchem Hintergrund man die unteren Geräusche mitbekommt, die auch anders bedeuten. Aber auf jeden Fall gilt, wenn wir, oder sind wir nicht weitergekommen, wenn wir wirklich eine Gesellschaft wollen, in der das alte Thema der Soziallehre der Kirche, der nicht die Kapitalverwertungsinteressen den Motor endgültig angeht und das Tempo angeht und die sozialen Verhältnisse, die Familie, die Kultur letztlich, ich ziehe etwas dramatisch aus, ich weiß das wohl, aber das ist auch Aufgabe, glaube ich, das einmal zu tun. Wenn das der einzige Rhythmus ist, dann muss man sagen, sind wir in einen falschen Kapitalismus hineingekommen. Und das wollte Johannes Paul II. Sagen. Wie ist das Verhältnis von Arbeit und Kapital? Ich habe einmal gedacht in den 80er Jahren, als dann die Diskussion weitergegangen war, das Thema Arbeit und Kapital könnten wir liegen lassen. Nein, wir müssen es wieder aufgreifen. Das Verhältnis von Arbeit und Kapital ist nicht erledigt. Ist die Arbeit wirklich das Zentrum und Kapitalmittel, so wie es Labor im Exerzens sagt, und wie können wir das so organisieren, dass alle beteiligt sind, dass es nicht ökonomisch unvernünftig ist, wie ja sofort gesagt wird, aber die ökonomische Vernunft hat sich in den letzten Jahren nicht besonders klar dargestellt, was man tun sollte ökonomisch. Also ich möchte nochmal unterstreichen, dass nicht Ökonomen einfach eine bestimmte Meinung haben, sondern Ökonomen sehr, sehr viele Meinungen haben, was vernünftig dort ist und was man tun sollte, nicht so eindeutig auf dem Tisch liegt. Und viele offener geworden sind dafür, dass wir doch in größeren Zusammenhängen denken und nicht nur in Kapitalverwertungsinteressen, nicht nur in Wachstumskurven und alle anderen Randbedingungen irgendwie für das große Schema dann keine Rolle spielen. Was ist die Schlussfolgerung für die Soziallehre? Wenn wir weiterarbeiten wollen und nicht einfach nur ins Utopische gehen wollen. Also wir wollen mit allen Menschen guten Willens zusammenarbeiten und wie ich es immer wieder sage, auch ausgehend von dem, was Benedikt XVI. Gesagt hat in seiner Enzyklika Caritas in Veritate, wir sollten noch mithelfen, an einer neuen Fortschrittsidee zu arbeiten. Es wäre ganz verheerend für mich, wenn die Soziallehre der Kirche dasteht als eine rückwärtsgewandte Vorstellung von Wirtschaft, Gesellschaft, von Ehe und Familie, einfach nur zurückzuschauen. Sondern was sind die Perspektiven für die Zukunft? Wie können wir zeigen, dass die Grundprinzipien, von denen eben die Rede war, auch heute nicht nur fremdartig sind, sondern dass sie hilfreich sind? Und das gilt eben für Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, auch für Familie. Eine neue Fortschrittsidee. Wir hatten neulich in einem kleinen Kreis, auch da ist der ein oder andere dabei gewesen, eine Diskussion über den Wachstumsbegriff. Ich sage hier jetzt keine endgültigen Ergebnisse, aber ich sehe doch mit Freude und auch manchmal mit Erstaunen, wie vielfältig Diskussionen auch im ökumenischen und ökonomischen Bereich in dem Feld mittlerweile geworden ist, ohne dass wir eine Antwort haben. Wir diskutieren, was ist eigentlich Wachstum? Wohin will diese Gesellschaft denn gehen? Nach welchen Kriterien messen wir Fortschritt? Was bedeutet das, was wir als Ziel für die Gesellschaft miteinander formulieren? Welche Priorität hat was? Eine neue Fortschrittsidee. Ich glaube, damit könnte man mehr Menschen begeistern, als ständig Nein zu sagen. Und zu sagen, nein, das geht nicht, das ist schlimm, das ist furchtbar. Ex negativo erwärmt man die Herzen nicht, sondern indem man ein Bild vermittelt von dem, was man eigentlich will. Eine neue
Fortschrittsidee, die umfassender deutlich macht, dass wir, wie wir miteinander leben können. Und dazu gehört die Marktwirtschaft. Kein Ton gegen die Marktwirtschaft. Aber Märkte sind nicht alles. Wir müssen das neu finden. Und die 90er Jahre waren eine Überdrehung in die andere Richtung. Ordnungspolitik heißt, wir haben eine Vorstellung vom guten Leben oder jedenfalls wollen wir schrittweise dahin. Und dazu gehört Marktwirtschaft, dazu gehört eine politische Ordnung der Freiheit, des Pluralismus. Eine neue Fortschrittsidee, dazu gehört Leben, Ja zum Leben, Lust auf Kinder. Es soll eine Gesellschaft, die im Grunde genommen nicht Freude hat an der Weitergabe des Lebens, da muss etwas hilfreich getan werden, ohne dass wir Menschen zwingen können zu einer bestimmten Lebensweise. Aber helfen oder deutlich machen, was zum guten Leben weiterführen kann. Ich glaube, das wäre eine wichtige Aufgabe, auch der Zentralstelle hier, der katholischen Sozialbewegung, des politischen Katholizismus, der sich ja ausfächert in verschiedene Parteien mittlerweile, so ist es, so soll es auch sein, aber der nicht einfach belanglos ist, der sich immer wieder zusammenführen lässt auf Grundideen. Das glaube ich schon. Und dazu ist diese Zentralstelle ja da. Die Sozialethiker zusammenzuholen, die sich heftig streiten über die Wege, das ist klar, sonst wären sie keine Professoren. Das wäre verkehrt. Das haben wir bei Ökonomen ja auch. Aber die Politiker zusammenzuholen auch. Und eben in die Gesellschaft hinein zu wirken und deutlich zu machen, dass wir Schritt für Schritt auch daran arbeiten können. Wir haben ja von der Kommission 6 ein kleines Papier einmal gemacht, wo wir zusammengefasst haben, was ist heute eigentlich soziale Marktwirtschaft. Und wir haben versucht zu sagen, vielleicht Wohlstand für alle, das mag ein bisschen stark sein, heute Wohlstand für alle, das versteht keiner mehr, was Ludwig Erhard gesagt hat, da denkt man ja, wie hoch muss das Konto sein, Wohlstand für alle. Aber Chancen für alle, eine dynamische Chancengerechtigkeit, dass Menschen beteiligt sind, dass sie hineingenommen werden. Von dem, was Frau Ministerin gesprochen hat, das muss man hinzufügen, die Flüchtlinge. Wie ist eine Gesellschaft der Integration, der Aufnahme, des Willkommens? Ich will jetzt keine politischen Programme hier entfalten. Das sind Dinge, die hier miteinander überlegt werden können. Dafür ist die KSZ da. Die katholische Soziallehre soll zeigen, dass die Perspektiven, die wir entwickeln, vernünftig sind, praktikabel, nachhaltig, ökonomisch akzeptabel und sozial richtig. Dazu braucht man viele Kontakte und eine interdisziplinäre, dialogische Haltung. Und nach innen, in die Kirche hinein, ist der Kontakt zur Sozialbewegung, zur Bischofskonferenz, zum ZDK, zu den Pfarreien, zu den vielen Gruppen zu verstärken. Hier könnte ich vieles anfügen, was ich an Wünschen habe, weil ich ja selber aus der ganzen Bewegung hervorgegangen bin ein wenig und vieles sehe, was man tun könnte, aber auch vieles, was vielleicht auch vorüber ist. Ich möchte schließen mit dem, was angedeutet wurde über die ökumenische Sozialinitiative. Vielleicht ist das tatsächlich ein kleiner Impuls, wieder einen neuen Anfang zu setzen. Ich habe damals gesagt, als die Diskussion losging vor 2 Jahren, ich will kein zweites neues Sozialbund. Deswegen bin ich da, wie Sie wissen, etwas zurückhaltend. Wir haben ein gutes Sozialwort 1997, aber wir brauchen neue Impulse, wir brauchen einen neuen Schwung. Und ich bin dankbar dafür, dass Peter Schallenberg, Wegner miteinander gearbeitet haben in der Arbeitsgruppe und einen Text jetzt erarbeitet haben, der noch nicht festgestellt ist, den wir aber, ich denke, in den nächsten Wochen irgendwann beenden können. Und der dann, das ist unsere Hoffnung, mit beiträgt, dass deutlich wird, dass was wir zur Gesellschaft, zur Wirtschaft, zur politischen Veränderung zu sagen haben, können wir in vielfältiger Weise ökumenisch tun. Und wir wollen eine Diskussion anregen. Wir wollen, dass Menschen darüber ins Gespräch kommen. Wir wollen eben nicht lehrende Kirche sein, die sagt, so wird es gemacht, sondern Lernende, die einlebt, wir haben Perspektiven entwickelt, die scheinen uns vernünftig zu sein. Das sind Richtungen, die uns aus dem Geist des Evangeliums als Verpflichtung erscheinen. Und wir laden euch ein, mitzudiskutieren, mit darüber zu sprechen. Und dann allerletztes für uns ist die katholische Soziallehre Teil der Evangelisierung. Ich wiederhole mich dort. Viele sagen ja, haben das früher schon gesagt, ja, du machst ja das mit der Soziallehre, das ist ja, wir müssen das Eigentliche machen. Da ist natürlich immer etwas dran. Die Professoren der Soziallehre, der ich selber auch war, natürlich
stand nicht im Mittelpunkt des Interesses der Studenten, sondern die haben dann anderes manchmal vorgezogen. Vielleicht lag es auch an mir, an meinen langweiligen Vorlesungen, was ich aber nicht glaube. Aber es gibt eben Schwerpunkte, die man bildet. Aber die ganzheitliche Evangelisierung bedeutet, dass wir, wenn wir überhaupt den Glauben in diese Gesellschaft hineintragen wollen und ihn bezeugen wollen, sicher nicht nur uns beschränken können auf Katechismus und Einführung in Sakramente. Wenn die Kirche darauf verzichtet und die Vereine und die Bewegung darauf verzichten, die ganze Gesellschaft ins Licht des Evangeliums zu halten, dann werden wir nicht missionieren, dann wird es keine Evangelisierung geben. Die gesamte Evangelisierungsgeschichte der Kirche zeigt das. Jesus wollte nicht, wie es Josef Ratzinger mal in einem berühmten Vortrag gesagt hat, die Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln. Er hatte nicht die Idee, ach, ich stifte eine Religion. Das ist doch nicht der Anfang des Christentums. Sondern er wollte, dass die Menschen einen neuen Zugang zum Reich Gottes finden, zu Gott finden. Und von daher die ganze Welt, Schule, Bildung, Familie, Kunst, in das Licht des Evangeliums hineinstellen. In diesem Sinne war für Jesus klar, so sage ich aber aus meiner Sicht, das Evangelium, was ich zu verkünden habe, ist Aufklärung. Die wichtigste Aufklärung, die die Weltgeschichte je gehört hat und je hören wird. Und das kann sich nicht beschränken auf Sakristei und auf Katechismus, sondern das ist eine Botschaft, die die gesamte Wirklichkeit des Menschen einbezieht. Deswegen gehört die KSZ auch in Zukunft zu dem, was die Kirche zu tun hat. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen.